Hallo Licht- und Tontechnik-Fans und Freaks. Ich habe heute noch ein zweites Video auf dem Programm. Und zwar geht es hier um dieses kleine Teil, die Behringer BCF 2000, in Verbindung mit der Darslight-Software hier hinter mir auf dem PC. Da gibt es noch ein paar Problematiken, die so in Videos vom Zocker 223 zum Beispiel noch nicht behandelt wurden. Deshalb hier eine kleine Videoantwort dazu. Bei den Einstellungen der BCF 2000 gibt es Presets, die man mit dem Preset Vor- und Zurücktasten abrufen kann. Jedoch sind die Presets konfiguriert natürlich für verschiedene Softwareanwendungen und nicht unbedingt für die Darslight-Software. Das ist dann ein Problem, wenn man viele Geräte hat und die über die DMX-Palette halt ansteuern will und jeden Fader belegt für seine Geräte, wird man irgendwann spätestens ab Preset 6 dahinter kommen, dass manche Fader gar nicht angenommen werden in der Darslight-Software. Genau das gleiche mit ein paar Drehreglern, die dann auf einmal doppelt belegt sind mit einer anderen Funktion, die man in vorherigen Preset-Seiten schon abgespeichert hat in der Darslight-Software. Und das will ich euch gleich mal zeigen, wie ihr das umgehen könnt und wie ihr eigentlich auf ganz einfache Art und Weise das Programm in Verbindung mit der BCF 2000 von Behringer sinnvoll einsetzen könnt. Hier haben wir nun mal die BCF 2000 von Behringer in der Gesamtansicht. Ich will euch jetzt mal kurz erklären, was ich genau meine mit den Presets. Ihr habt hier Preset-Wahlschalter zurück und vor. Da oben bekommt ihr die jeweilige Preset-Nummer angezeigt. Wir sind jetzt hier im Preset 1. Oben entsprechend die Drehknöpfe und die Taster sind belegt. Und lasst euch nicht irritieren, hier habe ich mir schon was abgeklebt. Das ist für meine Lichtanwendung ein paar spezielle Funktionen, die ich mir da abgespeichert habe. Soll euch jetzt erstmal nicht stören. Hier geht ihr die Presets vor. Da ist jetzt meine LED-Bar eingestellt auf den Wert. Und ihr könnt hier durchklicken bis, ich weiß nicht, 20, 30 oder sowas. Und jede Seite sozusagen, die ihr abruft, könnt ihr als Bank benutzen für jeden Fader. Zum Beispiel auf Preset 1 und Preset 2 habe ich meine Moving Heads abgespeichert. Habe ich die ersten 8 Kanäle auf Preset 1 und die zweiten 8 Kanäle auf Preset 2. Und dann geht das so weiter. Dann kommen meine LED-Bars auf 4 und 5 und so weiter und so fort. Ich habe mir das bis 10 programmiert. Mehr Seiten brauche ich nicht. Und für jedes Preset habe ich jetzt meinen eigenen Fader, der seine eigenen Funktionen hat. Also keine Doppelbelegung mehr, wie das in der Werkseinstellung ist, wenn man die BCF 2000 anschließt, sondern ich habe mir das umkonfiguriert. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt, nachdem ich gerade mal die Kamera neu umgebaut habe und euch das Programm zum Konfigurieren der BCF 2000 etwas näher erklären möchte. So, ich habe für euch die Software mal vorbereitet, um die BCF 2000 zu programmieren, beziehungsweise die MIDI-Daten oder die MIDI-Control-Daten entsprechend anzupassen. Die Software nennt sich BC Manager. Einfach mal bei Google eingeben, da werdet ihr fündig auf einer Webseite zum Runterladen. Das ist völlig kostenlos, die Software. Wenn ihr die Software installiert habt und mit die BCF 2000 per USB verbunden habt, könnt ihr das Ganze benutzen. Hier ist so ein kleines Fenster, was dann aufgeht. Hier ein etwas größeres und dort in der blauen Zeile ist schon meine BCF 2000. Allerdings jetzt schon konfiguriert mit meinen Presets. Ich klicke da mal doppelt drauf und ihr seht hier eine Tabelle mit 10 verschiedenen Einstellungen, die ich schon vorbereitet habe. Normalerweise stehen an dieser Stelle unterschiedliche Namen für die jeweiligen Presets, weil das entsprechend dann Konfigurationen sind für Audioanwendungen oder andere Programme, womit man die BCF 2000 nutzen kann. Von daher, jetzt ist alles auf meine Bedürfnisse schon programmiert. Aber das geht eigentlich relativ einfach und zügig.
Ihr könnt auch nichts verkehrt machen, denn man kann den Werkszustand wiederherstellen mit den Presets, die auf der Behringer-Seite herunterladbar sind. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich genau meine, indem wir jetzt mal hier das Preset 1 öffnen. Dafür klicke ich mich mal da rein. Ihr kriegt ja eine Übersicht über alle zugewiesenen MIDI-Kanäle und Werte. Hier oben die ersten vier dicken Reihen sind die jeweiligen Reihen für die Drehencoder und die Drehknöpfe der BCF 2000 und die darunter liegenden Taster. Und jeder Taster hat hier einen eigenen Wert zugewiesen bekommen. Ich hoffe, man sieht das jetzt so einigermaßen im Video. Aber wenn ihr das mal selber ausprobiert, dann kommt ihr eigentlich relativ schnell dahinter, wie das Ganze eigentlich funktioniert. So, ihr könnt jedem Taster und jedem Drehregler und jeder Funktion der BCF 2000 einen eigenen MIDI-Wert zuweisen. Das müsst ihr auch machen, denn damit umgeht ihr die eingangs beschriebene Problematik, dass manche MIDI-Kanäle zweimal belegt sind, weil einfach Audio-Anwendung A eine Funktion auf dem MIDI-Kanal benutzt, die ein anderes Programm auf Preset 6 an anderer Stelle benutzt. Und dann habt ihr auf einmal, drückt ihr eine Taste und die wird, ist dann doppelt belegt sozusagen. Und das habe ich jetzt entsprechend ausgeschaltet und mir die ganze Konsole mühselig neu programmiert. Also jede Taste, jede Funktion einen neuen MIDI-Wert zugewiesen. Und dann entsprechend in den Presets abgespeichert. Das habe ich mir für Preset 1 bis Preset 10 gemacht. Mehr Seiten brauche ich im Moment für mein Lichtequipment nicht. Ihr könnt das bis 32 hinaus aufstocken. Das alles kein Problem. Ihr solltet nur ein bisschen Zeit mitbringen, weil immer muss man sich hier reinklicken und entsprechend dann den Wert verändern und die neue MIDI-Note hinterlegen, den Zahlenwert. Und das Ganze braucht dann halt seine Zeit, weil man das für jede einzelne Funktion neu machen muss. Ja, das war es eigentlich schon. Also merkt euch BC-Manager. Das Tutorial auf der entsprechenden Webseite, die man über Google findet, ist auch eigentlich kinderleicht zu verstehen. Es ist auf Englisch, aber scheut euch dann nicht, mal dran zu gehen. Das ist wirklich kein großes Problem und führt dann aber zu euren gewünschten Ergebnissen, wenn ihr denn sehr viel Lichtequipment habt mit vielen DMX-Kanälen. Und dann gibt es auch keine Probleme mehr mit der BCF 2000 und der Dazzlite-Software. Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Marco Maribello.